Herzlich willkommen zu Tag 2 beim Digital Social Summit und zu der Session in Stream 3. Mein Name ist Michael von Winning, ich bin Projektmanager in der Robert-Bosch-Stiftung. Ich darf ganz kurz sozusagen einleiten und begrüßen von Seiten des Initiativkreises der Veranstalter. Diese Session hat den Titel Politische Forderungen der digitalen Zivilgesellschaft. Das ist ein Thema, das uns als Robert-Bosch-Stiftung und auch dem Rest im Initiativkreis, den anderen Veranstaltern, total am Herzen liegt. Also Digitalisierung ist nicht nur ein Tool, ist nicht nur irgendwie eine Strategie, die wir für unsere eigene Organisation brauchen, sondern der digitale Wandel muss auch gestaltet werden. Und damit er gestaltet wird, damit er gut gestaltet wird, braucht es die Zivilgesellschaft. Ohne Zivilgesellschaft kann digitaler Wandel nicht menschenfreundlich funktionieren auf Dauer. Und deswegen bin ich total gespannt auf diese Session. Politische Forderungen der digitalen Zivilgesellschaft, organisiert von Valentin Tapeser von CoralAid und von Marie-Kathrin Siemer von Liquid Democracy. Ihr seht noch ganz viele andere Gesichter. Dazu sagen gleich noch die Kolleginnen und Kollegen was. Auf jeden Fall geht es heute um die politische Agenda und um eine Initiative, die sich Anfang April gegründet hat, sozusagen begonnen hat, wo auf digitalezivilgesellschaft.org Empfehlungen ausgesprochen wurden, was eigentlich passieren müsste. Und damit Bühne frei für euch. Vielen Dank, Michael. Ja, hallo. Und auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich bin Marie-Kathrin Siemer und zusammen mit Valentin führen euch heute ein bisschen durch die Session. Wie gerade schon gesagt, es geht um die digitale Zivilgesellschaft und die politischen Forderungen oder Handlungsempfehlungen. Dabei ist ja erstmal eine Frage, was ist überhaupt die digitale Zivilgesellschaft, wer ist das oder wie ist sie? Und dafür würde ich euch Zuschauende im Stream jetzt einmal bitten, im Chat zu beantworten, dann könnt ihr auch gleich die Chat-Funktion testen. Bitte ergänzt doch einmal den Satz, die digitale Zivilgesellschaft ist für mich. Und schreibt das in den Chat hinein. Wir gucken da gleich noch einmal drauf. Ja, wir freuen uns, dass wir hier den zweiten Tag vom Digital Social Summit starten können mit dieser Session. Ganz kurz auch nochmal zum Hintergrund. Michael hat ja gerade schon was gesagt. Es gab eine Diskussion schon um politische Forderungen im Rahmen des Abschlussevents von Demokratie.io Ende letzten Jahres, was vom Better Place Lab organisiert wurde. Und man merkt so ein bisschen, dass die Zeit reif ist für eben diese für eine politische Agenda der digitalen Zivilgesellschaft. Denn als Valentin und ich uns damit beschäftigt haben, wie wir denn einen Workshop da drumherum bauen könnten und später ein Webinar, kamen eben diese Handlungsempfehlungen auf digitalezivilgesellschaft.org. Und das fanden wir natürlich sehr spannend und sind heute sehr froh, dass wir die InitiatorInnen dabei haben, die uns genauer darüber etwas erzählen werden, was genau das beinhaltet. Und wir sind auch sehr froh, dass wir vier spannende Organisationen dabei haben, die uns kurz erläutern, wieso sie diese Handlungsempfehlungen unterschrieben haben und was sie sich vielleicht noch weiterhin dazu wünschen. In diesem Sinne sieht die Agenda so aus, dass wir jetzt einmal erst in die Vorstellung gehen. Valentin und ich, wir stellen uns auch noch vor einmal, das habe ich vergessen. Und dann stellen wir auch noch die ReferentInnen vor. Und dann wird der einmal auf digitalezivilgesellschaft.org, die InitiatorInnen werden euch erzählen, was sie sich dabei gedacht haben. Danach kommen die Organisationen und wir werden dann noch Zeit und Raum haben, dass wir Fragen von euch beantworten können und in eine kurze Diskussion gehen. Und darauf freuen wir uns schon sehr. Genau, kurz zu mir. Ich bin Marie-Kathrin Siemer, Projektmanagerin und Vorstandsmitglied im Liquid Democracy e.V., ein Verein für digitale Teilhabe. Mit mir hier ist Valentin. Genau, ich bin Valentin Tapeser. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich bin Referent für Institutskoordination und Strategie im Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Daneben arbeite ich an einer datengetriebenen Plattform zur Visualisierung von Politikprozessen, von der ihr dann hoffentlich bald noch sehr viel mehr hören werdet. Gleichzeitig engagiere ich mich bei CoralAid e.V. Das ist eine Weiterbildungs- und Vernetzungsplattform, die Datenanalystin mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammenbringt. Und ich würde jetzt auch direkt einmal zwei, drei Worte über unsere
illustren Gäste verlieren. Einmal haben wir vom Superlab, die gleich auch die Forderungen von Digitales Zivilgesellschaft vorstellen werden, Julia Kläuber und Elisa Lindinger. Sie sind beide Mitgründerinnen und Geschäftsführerinnen des Superlab. Julia Kläuber ist Medienwissenschaftlerin, Partnerin bei Ashoka und auch Mitbegründerin von Code for Germany und dem Prototype Fund. Elisa Lindinger war bis 2019 Geschäftsführerin des Prototype Funds und ist außerdem, fand ich sehr spannend, Archäologin und Expertin für 3D-gescannte Pyramiden. Von Germanwatch danach haben wir Hendrik Zimmermann, Referent für Energiewendeforschung und digitale Transformation und Mitglied des Kernteams von Blitz und Bäume, eine Bewegung für Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die Akteure wie den UND und auch den Chaos Computer Club unter einem Dach vereint. Dann haben wir vom Better Place Lab Katja Jäger. Sie ist neuerdings Außenministerin und auch Leiterin des Bereichs Digitale Demokratie und hat unter anderem das Förderprogramm Demokratie.io für zivilgesellschaftliche Projekte zur Stärkung der digitalen Demokratie verantwortet. Dann haben wir vom iRights Lab Ludwig Reichersdorfer, der dankenswerterweise kurzfristig für seinen Geschäftsführer Philipp Otto einspringt. Er ist Head of Communications des Berliner Thinktanks mit der Rolle, den medialen Output von iRights Lab als Thinktank für Digitalisierung und Gesellschaft zu verantworten. Von Liquid Democracy haben wir Moritz Ritter, Geschäftsführer und Entwickler mit seinem Team der innovativen Beteiligungssoftware Adhocracy für Politik und Zivilgesellschaft. Ohne jetzt noch wahnsinnig viel weitere Worte zu verlieren, gebe ich noch einmal zurück an Marie-Kathrin, die einmal reingeguckt hat in den Chat und uns berichten würde, was so eure Vorstellung der digitalen Zivilgesellschaft eigentlich ist. Und dann steigen wir auch gleich schon mit unseren Referenten ein. Und da kommt schon sehr viel diverse und unterschiedliche Ideen hinein. Also es ist einmal zum Beispiel Teil gesellschaftlicher Mitbestimmung, aber es geht auch darum, dass es noch zu wenig präsent ist oder unterfinanziert ist. Und ich bin gespannt, was jetzt in den weiteren 30 bis 40 Minuten hier noch passieren wird, bezogen auf die digitale Zivilgesellschaft. Wenn ihr Fragen habt, einmal an die Zuschauenden, dann schreibt sie uns in den Chat. Wie schon erwähnt, haben wir nachher Zeit für Q&A. Schreibt bitte dazu, wen ihr ansprecht und wen ihr genau ansprecht, ob es die gesamte Gruppe ist oder ob es Einzelpersonen sind, damit wir nachher die Fragen genau fokussiert stellen können. Schön, und dann freue ich mich jetzt auf Super. Ja, hallo, ich bin Elisa vom Superlab. Ich mache mal den Anfang. Julia Kläuber und ich haben letztes Jahr zusammen Super gegründet. Wir machen schon seit Jahren verschiedene Projekte, wie man auch in der Einleitung gehört hat, so an der Schnittstelle zwischen Technologie, Digitalem, Gesellschaft, aber auch Kunst und Kultur. Und verfolgen dieses Thema schon ganz lange. Und deswegen haben wir tatsächlich auch Super gegründet, weil wir, wie in der Einleitung, in der Begrüßung schon gesagt wurde, dass Digitale viel stärker gesellschaftlich kommentieren wollen und weil wir glauben, dass da wirklich noch ein Vakuum besteht und diese gesellschaftliche Mitwirkung an einer Infrastruktur, die unser aller Leben letztendlich bestimmt, noch nicht annähernd so weit ist, wie sie sein sollte. Und weil wir uns für diese Themen also schon lange interessieren, lesen wir natürlich auch die Nachrichten zu dem Thema. Und Anfang des Jahres, ihr habt es vielleicht mitbekommen, war auf einmal alles voller Corona. Und nicht nur die allgemein die politischen und die Gesundheitsseiten, sondern auch die Tech-Seiten waren voller Corona-Neuigkeiten. Zum Beispiel diese Überschrift hier bei Netzpolitik hat gezeigt, die Eurogruppe tagte mit umstrittener App Zoom und nicht nur die Eurogruppe war auf einmal auf Zoom, die ganze Welt war auf Zoom und wir sind heute ja auch da. Wie die Überschrift schon zeigt, Zoom hat vor allem vorher mit Sicherheitslücken Schlagzeilen gemacht. Es war so bekannt, dass die Plattform jetzt nicht die allerbeste vom technischen Design her ist. Dass jetzt aber alle und wir auch heute immer noch diese Plattform nutzen, zeigt eigentlich, wie schlecht wir alle gesamtgesellschaftlich darauf vorbereitet waren, dass wir mal unsere Meetings, die wir tagtäglich abhalten müssen, einfach nicht mehr persönlich abhalten können, sondern dass wir sie in den digitalen Raum verlagern müssen.
Und das heißt, wir alle, sogar so große Organisationen wie die Eurogruppe, mussten schnelle Lösungen übers Knie brechen, haben sich nicht so sehr mit Datenschutz und IT-Sicherheit auseinandergesetzt. Und im Nachgang kam auch noch raus, dass ein ganzer Teil der Zoom-Calls über chinesische Server geleitet wurde. Hoffen wir mal, dass der Call von der Eurogruppe nicht dabei war, denn ich glaube, das war dann doch heiklere Themen. Eine andere Überschrift, die nächste Slide bitte. Genau. Bei den anderen war die Wahl der Tools schon fast das Luxusproblem, zum Beispiel in der Berliner Verwaltung, aber das ist auch nur eins von vielen Beispielen, die gesagt haben, dass sie überhaupt nicht die Möglichkeit haben, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Ganze 4% hatten tatsächlich Zugänge, von denen aus die von zu Hause aus arbeiten können. Andere mussten weiter in Präsenz arbeiten oder mussten andere Regelungen finden. Und auch die Schulen, die nächste Slide bitte, waren schlecht vorbereitet. Hier gibt es noch ganz andere Probleme. Da geht es nicht um die Wahl der richtigen Software, da geht es auch nicht um die Wahl der richtigen Plattform, sondern hier geht es tatsächlich um Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Hat denn jedes Kind eigentlich einen Rechner? Hat jedes Kind überhaupt die Möglichkeit, an einem Arbeitsplatz zu Hause digital am Unterrichtsleben und am Lernen teilzunehmen? Ist zu Hause die notwendige Bandbreite verfügbar, um mehreren Kindern und den Eltern auch noch Zoom-Calls überhaupt zu ermöglichen? Und die Wahl der Anwendungen rückte da wirklich in den Hintergrund, und an diesem Beispiel wird ganz schön sichtbar, dass wir hier wirklich über ein Infrastrukturproblem reden und nicht über ein App-Problem. Und wie die letzten Schlagzeilen zeigen, hat sich auch das kulturelle und das soziale Leben ins Digitale verlagert. Manche vermissen das Berghain offensichtlich so sehr, dass sie gerne am Zoom-Call abgewiesen werden möchten abends, wenn sie da unterwegs sind und feiern. Und auch die Berliner Clubs versuchen, auf ihre Lage online aufmerksam zu machen, auf United We Stream, und versuchen so eben auch darauf aufmerksam zu machen, dass sie Unterstützung brauchen, weil sie natürlich ihr gängiges Geschäft gerade dem überhaupt nicht nachgehen können. Und damit übergebe ich an Julia mit der nächsten Slide. Genau, also wenn wir uns nochmal so in die Zeit Mitte März hineinversetzen, ich weiß, es fühlt sich schon viel weiter entfernt an, als es eigentlich ist, dann war das eine Zeit, in der gefühlt alle so auf der Suche waren nach technischen Tools und Lösungen, die trotz des Kontaktverbots, die uns trotz dieses Verbots ermöglichen würden, zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren und so weiter. Das war auch die Zeit, als vom 20. bis 22. März der Wir versus Virus Hackathon stattfand unter Schirmherrschaft des Bundeskanzleramts. Und es gab 40.000 Anmeldungen, also eine große Beteiligung. Und ich kann mich noch erinnern, als ich damals getwittert habe, gute Initiative. Auch gut, dass die digitale Zivilgesellschaft in den letzten Jahren viele Communities aufgebaut hat, die man schnell und unkompliziert einbinden kann. Also diese digitale Zivilgesellschaft, die quasi die Basis für solche schnellen Aktionen erstellt hat. Und aus diesem Gedanken heraus kam dann auch der Gedanke, Empfehlungen bzw. Forderungen zu schreiben, die digitale Zivilgesellschaft nochmal besser zu präsentieren und zu zeigen, was hat die in den letzten Jahren gemacht. Und gemeinsam mit Erstunterzeichnern und Erstunterzeichnerinnen, ein paar sind auch in diesem Call hier und werden noch was vorstellen, haben wir dann diese Empfehlungen gedraftet. Nächste Slide bitte. Darauf sieht man die Domain, unter der man sich die Empfehlungen angucken kann. Und wir wollen jetzt kurz die 4 Empfehlungen vorstellen. Nächste Slide bitte, die erste Empfehlung. Eine der wichtigsten Empfehlungen, nämlich die Öffnung der Digitalpolitik für zivilgesellschaftlichen Input. Und zwar, es braucht die Anerkennung zivilgesellschaftlicher Expertise und auch ein klares Bekenntnis, Wissen und Kompetenzen einzubinden in Gremien wie die Enquete-Kommission für künstliche Intelligenz, in Gremien wie den Digitalrat der Bundesregierung, der momentan noch vollkommen ohne zivilgesellschaftliche Vertreter auskommt, und in weitere Gremien. Momentan hat man den Eindruck, dass Zivilgesellschaft in solchen Gremien immer so ein nice Add-on ist, dass man dann noch, so um politisch korrekt zu sein, holt man sich noch ein oder zwei zivilgesellschaftliche Organisationen mit rein. Was man aber häufig vergisst, ist, denke ich, die Qualität und die essentiellen Anliegen, die diese Organisationen mit in den Diskurs einbringen. Sie trauen sich, Fragen zu stellen, die ja so manche andere vielleicht nicht stellen würden, und sie geben denen eine Stimme, die allzu oft überhört werden. Gerade im digitalen Bereich ein sehr wichtiges Thema, auch hier in Deutschland. Dann nächste Slide bitte.
Beziehungsweise, um nochmal kurz zurückzukommen zu dem digitalen, zu dem zivilgesellschaftlichen Input, man hat es auch ganz gut gesehen rund um die Corona-App, wo ja anfangs sehr stark Unternehmen involviert waren und dann die Zivilgesellschaft sich gemeldet hat und darauf aufmerksam gemacht hat, dass der dezentrale Approach einfach der datenschutzfreundlichere Ansatz ist und man diesen doch verfolgen möge. Das heißt, da gab es einen großen Push aus der Zivilgesellschaft. Dann gezielte Förderung, auch ein sehr wichtiges Thema. Um nämlich an Policy-Diskussionen teilhaben zu können, braucht es häufig einen langen Atem und den hat man nur, wenn man auch die finanziellen, die personellen Ressourcen zur Verfügung hat. Deswegen ist es wichtig, dass es neue Fördermechanismen gibt, die eben den Aufbau von nachhaltigen Strukturen ermöglichen und die nicht nur auf Innovation abzielen, sondern die auch darauf abzielen, auf Instandhaltung, auf Weiterentwicklung von Organisationen. Denn es geht nicht nur darum, bei diesen Themen immer reaktiv zu agieren und darauf zu agieren, was wird jetzt gerade vorgeschlagen von Seiten der Politik, sondern auch visionär in die Zukunft zu blicken. Und dafür braucht man als zivilgesellschaftliche Organisation einfach die entsprechenden Ressourcen. Genau, unsere dritte Förderung ist öffentliches Geld, öffentliches Gut. Die wird einigen von euch wahrscheinlich schon bekannt vorkommen. Die stammt nicht aus unserer Feder, sondern wurde erstmals formuliert von der Free Software Foundation Europe als Public Money, Public Code, also sehr technisch orientiert, mit der gefordert wurde, dass öffentliche Investitionen in Software ausschließlich für, oder da, wo es möglich ist, für Open Source oder freie Software Produkte verwendet werden dürfen. Da geht es einfach darum, dass wir nicht Steuergelder in so Produktsilos versenken und uns damit abhängig machen von verschiedenen Anbietern. Die Wikimedia hat das Ganze dann erweitert um den weniger technischen Aspekt Commons, also öffentliches Gut. Und ich glaube, das trifft es ja auch ganz gut, denn es geht nicht nur darum, dass die Apps oder sowas frei sind, sondern wir müssen wirklich anfangen, unsere digitalen Infrastrukturen als ein öffentliches Gut zu verstehen, genauso wie das Verkehrsnetz oder die Wasserversorgung. Und das klang am Anfang alles so utopisch, aber tatsächlich ist das weit weg vom Wunschdenken. Das ist sogar wirklich Realität. Auf dem CDU-Parteitag letzten Herbst wurde beschlossen, dass sie diese Forderung tatsächlich in ein Gesetz gießen wollen, dass Behörden in Zukunft auf freie und offene Softwareprodukte umschwenken sollen. Und wenn das nicht nur auf deutscher Ebene, sondern tatsächlich EU-weit umgesetzt werden könnte, hätte das einen enormen Impact in den Technologiemarkt. Denn die Gelder, die Behörden ausgeben für Softwareprodukte und Technologien, das ist enorm. Und damit können wirklich Entscheidungen gefällt werden und auch Wirtschaftsstrategien von großen Konzernen beeinflusst werden. Wir sind größer und einflussreicher, als wir oft denken. Unsere letzte Forderung, die vierte, ist die einer Entwicklung öffentlicher digitaler Infrastruktur. Und das rundet so ein bisschen das ganze Thema ab. Denn es geht uns nicht nur darum, dass Policy-Arbeit gefördert wird oder dass statt Microsoft Office jetzt LibreOffice in der Verwaltung verwendet wird. Wir müssen auf die nächste Krise, die bestimmt irgendwann kommt, besser vorbereitet sein. Und der Punkt ist, dass wir nicht wissen, wie sie aussieht. Deswegen, um dann flexibel reagieren zu können, brauchen wir eine Infrastruktur, die wir besser verstehen, die wir schneller anpassen können und die wir auch schneller ausbauen können in die Richtung, wo es eben gerade notwendig ist. Und zwar eine Infrastruktur, die fürs Gemeinwohl wirkt und eben nicht nur für die großen Konzerne. Wir brauchen außerdem mehr als Innovationsförderung, das hat Julia auch schon gesagt. Da gibt es schon einige großartige Projekte. Katja Jäger ist heute hier, die nachher noch über Demokratie.io sprechen wird. Fantastisches Programm. Diese Programme müssen wir weiter ergänzen, zum Beispiel durch Produkte und Förderungen, die Maintenance ermöglichen, also die Tätigkeit, die Wartungsarbeiten an unserer digitalen Infrastruktur. Wir brauchen außerdem einen wirklichen Plan mit Vorausschau, wie die Entwicklung einer digitalen Infrastruktur für das Gemeinwohl aussehen kann, denn dieses Konzept ist noch nicht annähernd ausgereift und hier müssen wir wirklich vorandenken, gemeinsam überlegen, wie sieht das aus, wie sieht eine sozial gerechte digitale Infrastruktur aus und diese Forderungen müssen wir zusammen einfach vorbringen und ich glaube, dann können wir was wuppen. Damit sind wir mit unseren Forderungen am Ende und ich würde zurückgehen an Marie. Ja, ganz herzlichen Dank an euch beide für diesen fulminanten Überblick. Nochmal kurz der Hinweis, wenn ihr Fragen habt an
Julia Qualber und Elisa Lindinger. Schreibt das in den Chat gerne auch mit einem Namen beziehungsweise auch an wen die Frage gerichtet ist. Wir streiten gleich weiter zu unseren anderen Referentinnen und Referenten. Julia Qualber entschuldigt sich und verabschiedet sich gleich, nur dass ihr euch nicht wundert, wenn sie aus dem Bild verschwindet. Aber Elisa wird weiterhin für uns da sein und auch Fragen nachher beantworten können. Ich würde jetzt allerdings direkt weitergeben an Hendrik Zimmermann von Germanwatch. Ja, hallo. Ich bin Hendrik von Germanwatch. Für die, die Germanwatch nicht kennen, ist eine unabhängige und gemeinnützige NGO mit ca. 70 hauptamtlichen Mitarbeitenden in Berlin und Bonn. Dazu passt auch eigentlich schon unsere erste Folie, wenn wir die schon aufrufen könnten. Genau, wir setzen uns ein für globale Gerechtigkeit und für den Erhalt der Lebensgrundlagen. Das heißt, klassischerweise sind unsere Themen eigentlich nicht zwingend Digitalisierung, sondern das waren immer so Energiewende, Mobilitätswende, Agrarwende, Ressourcenschutz, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Aber ich denke, den meisten wird klar sein, dass all diese Themen natürlich stark tangiert sind vom Themenfeld zukunftsfähige Digitalisierung. Und deswegen diese Folie hier, die so ein bisschen zeigt, wo da starke Anknüpfungspunkte sind. Und ja, unter anderem deswegen engagieren wir uns eben auch seit 2,5 Jahren im Kernteam der Bewegung Bits und Bäume. Das wurde ja eingangs schon gesagt, wo Organisationen wie der Chaos Computer Club, die Open Knowledge Foundation, aber auch der Deutsche Naturschutzring zusammenkommen, also Umwelt- und Tech-Organisationen zusammenarbeiten. Die nächste Folie soll so ein bisschen zeigen, warum haben wir eigentlich unterschrieben. Genau, sorry, another old white man. Davon haben wir viele in den 70er, 80er Jahren. Wie heute immer noch waren es leider vor allem die alten weißen Männer, denen zugehört wurde. Deswegen ist das hier auch einer. Der berühmte Systemtheoretiker Niklas Luhmann ist vielleicht einigen bekannt. Er hat gesagt, dass die Gesellschaft eigentlich in Teilsystemen funktioniert und diese Teilsysteme funktionieren nach bestimmten Codes. Und in der Politik ist das zum Beispiel der Code Macht, nach dem die Akteurinnen streben. In der Wirtschaft ist es der Code Profit und so weiter. Und ja, dann ist natürlich die große Frage, wer ist eigentlich nicht durch Macht und Profitstreben in irgendeiner Form korrumpiert? Und die Antwort lautet natürlich die Zivilgesellschaft. Und deswegen finden wir es eben so wichtig, dass die Zivilgesellschaft gehört wird. Wir wissen alle, dass der politische Raum digital geworden ist, dass politische Macht sich allerdings immer noch durch Datenmacht, vor allem bei Großkonzernen und bei Staaten sammelt, zum Teil eben auch krass undemokratischen Staaten. Und aber weil der digitale Raum eben für das Gemeinwohl so wichtig geworden ist, muss das Gemeinwohl eben auch ins Zentrum der Digitalpolitik. Und das geht eben nur mit einer starken, unabhängigen Zivilgesellschaft. Und deswegen machen wir uns dafür stark, dass die Zivilgesellschaft in politischen Prozessen stärker gehört wird. Und wir fordern eben ein klares Bekenntnis der Politik, zivilgesellschaftliche Kompetenzen und Perspektiven stärker zu hören, stärker zu nutzen, stärker einzubinden. Dann wurden wir noch gefragt, was fehlt uns noch? Das zeigt so ein bisschen die letzte Folie. Uns fehlt natürlich noch einiges. Wir haben mit der Bewegung Bits und Bäume einen Katalog von Forderungen zusammengestellt, die noch einiges mehr enthalten als diese 4 Forderungen hier. Ich möchte jetzt noch mal eine herausgreifen wegen der Kürze der Zeit. Und das ist eine, die mir besonders wichtig ist, nämlich die, dass wir die Marktmacht mächtiger Internetkonzerne einschränken müssen, zum Beispiel durch ein vernünftiges Datenkartellrecht. Deswegen hier dieses Bild, also wer ein Smartphone-Display hat, auf dem gleich 4 Facebook-Apps auftauchen, der darf sich nicht nur als relativ durchleuchtet betrachten, sondern der stärkt eben auch die Marktmacht dieser Internetkonzerne. Und uns ist eben sehr wichtig, dass wir für ein demokratisches Internet den Diskurs voranbringen, der gegen dieses US-amerikanische Modell steht von mächtigen Datenkonzernen, der auch gegen das staatszentristische chinesische Modell steht. Wir müssen den politischen Einfluss mächtiger Internetkonzerne und Staaten eben auf die Willensbildung, auf Wahlen einschränken. Und das ist eine Forderung, die uns eben sehr wichtig ist. Ja, und jetzt kommt, glaube ich, Katja Jäger vom Better Place Lab. Super, vielen Dank für die Überleitung.
Ja, hallo, mein Name ist Katja. Ich bin, heute spreche ich als Außenministerin des Better Place Labs und ihr dürft auch gerne die erste Folie einspeisen, nämlich, wer sind wir? Wir sind ein Think and Do Tank und setzen uns seit nahezu 10 Jahren für die digitale Zivilgesellschaft ein, wollen Digitalisierung sozialer gestalten und für das Gemeinwohl nutzbar machen. Dabei forschen wir, finden ganz oft auch und fördern dann digital-soziale Innovation, legen dann aber dabei vor allem in der Ausgestaltung dieser Förderung auch Wert auf Brücken bauen zwischen Sektoren und Silos aufbrechen, sowohl im Kopf als aber auch in und zwischen Organisationen. Vom Periodensystem gehen wir jetzt auf die erste Slide mit Neonschrift, und zwar die, tatsächlich der Grund, warum wir unterschrieben haben, war für uns einmal auch wirklich eine Wertschätzung auszusprechen und einen Dank auszusprechen irgendwie auch für die ganz vielen Aktiven, die einfach dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft zusammenhält, auch in diesen Zeiten zusammenhält. Und wir glauben einfach, dass es eine starke Zivilgesellschaft braucht, die vor allem mit einer Stimme spricht. Deshalb ganz toll, dass ihr diese Initiative gestartet habt und uns die Plattform gibt, das gemeinsam zu tun. Und ich soll ja heute vor allem auch über den Punkt gezielte Förderung sprechen. Wir selbst im Better Place Lab haben die eine oder andere kleinere Fördererfahrung, und zwar mit dem eben schon genannten Projekt Demokratie.io, aber auch mit dem Netz, der Vernetzungsstelle für, gegen Hate Speech, und aktuell auch mit dem Digital Human Rights Lab in Uganda. Und was uns da auffällt, ist, dass erstmal niedrigschwellige Förderung, also niedrigschwellig im Sinne von schneller Antragsgestaltung, nicht nur so viel auf administrative Geschichten zu achten, sondern sich auf die Umsetzung konzentrieren zu können, total wichtig sind für das Bauen von Prototypen und wirklich diese Scheinwerferfunktion Potenziale aufzeigen. Nichtsdestotrotz wissen wir aber auch, was passiert denn danach? Also was passiert denn, wenn der Prototyp fertig ist? Und wir finden es einfach wichtig, da nochmal zu sagen, dass langfristige Förderung für skalierte Lösungen, die dann vor allem auch abseits der Tech-Metropolen funktionieren, total wichtig ist, um dieses Potenzial, was sozial-digitale Innovationen beinhaltet, wirklich auch nachhaltig ausschöpfen zu können. Und wir haben das in der letzten Krise gesehen, als wir im Jahr 2015 viele digital-soziale Innovationen hatten, die dabei helfen sollten, geflüchtete Menschen zu integrieren. Und die sind einfach langfristig wegen mangelnder systemischer Einbettung verhungert. Und wir sehen einfach jetzt eine Chance. Und da kommen wir zur letzten Slide. Also das geht besser. Und wir glauben einfach, der Weg dahin ist der Weg über Kollaboration. Wenn wir systemisch was verändern wollen, dann müssen wir mehr in Netzwerken denken und agieren. Das erste Problem, das wir da sehen, ist, dass das Standardsystem der Förderung kooperationsfeindlich ist. Das sieht man zum Beispiel, dass viele Förderrichtlinien sich, gerade wenn es um intersektorale Zusammenarbeit geht, wirklich im Weg stehen, wenn meinetwegen eine Universität mit anderen institutionellen, nur mit anderen institutionellen Forschungseinrichtungen arbeiten darf und nicht weiterhin mit anderen Akteurinnen, wenn eine Kooperation auf Augenhöhe zwischen gemeinnützigen und gewerblichen Akteuren per se ausgeschlossen ist oder problematisch ist, das umzusetzen. Aber auch die Zusammenarbeit mit Akteuren aus dem Ausland, die einfach in Deutschland keine Gemeinnützigkeit haben, oder anderen aktivistischen Akteurinnen, die die Gemeinnützigkeit noch nicht haben, das ist in der Rahmensetzung momentan einfach nicht möglich und dadurch wird Kollaboration ganz oft verhindert. Wenn man es dann trotzdem schafft, eine Kofinanzierung auf die Beine zu stellen, ist es leider ganz oft Realität, dass gerade öffentliche Mittel dann direkt gekürzt werden. Wenn private Mittel dazukommen, finden wir auch absolut schwierig, aber auch in der Ausgestaltung oftmals konkurrierende Förderlogiken, die dann einfach in der Umsetzung nicht real zusammengehen können. Also dass zum Beispiel gewisse Mittel zuerst verbraucht werden müssen, das hindert einen einfach im freien Denken und Umsetzen. Und wir votieren da einfach für eine sinnvolle Kofinanzierung, die standardmäßig Kollaboration vereinfacht. Das kann auch so aussehen, dass man Pakete klar aufteilt. Private Förderer gehen eher in diesen ergebnisoffenen Teilen die Förderung und die öffentliche Hand fördert die Verstetigung. Und last but not least ist Kollaboration kein Selbstläufer. Wir brauchen mehr Netzwerkarbeit und trotzdem ist ein Netzwerk einfach mehr als die Summe seiner Teile. Kollaboration will einfach gestaltet werden und da braucht es einen Prozess, da braucht es vor allem auch eine Rolle, die diesen Prozess auf einer Metaebene umsetzt und facilitiert. Das muss einerseits, braucht es eine Wertschätzung, dass das wirklich eine Rolle ist, die darf fluide gestaltet sein, die muss nicht in einer Hand liegen, aber die muss vor allem finanziert werden. Das heißt, es braucht auch eine monetäre Wertschätzung.
Umsetzung dieser Rolle und dieser übergeordneten Arbeit des Raumhaltens auf Metaebene. Und last but not least, wenn Organisationen im Kollaborationssetup über existenzielle Nöte nachdenken müssen jeden Tag, dann können sie nicht über ihr Wirken nachdenken. Das ist nochmal ja als Resümee der Ruf nach mehr Aufbau und Ausbau einer gemeinwohlorientierten Förderung, dass wir eben es schaffen, auch so ein Ökosystem zu bauen, das nachhaltig gemeinsam wirken kann. Vielen Dank, damit gebe ich das Wort weiter. Ja, vielen Dank. Ich verstehe mich hier durchaus auch als Außenminister des Arbeits Lab und nicht als Pressesprecher. Deswegen freue ich mich sehr, hier auch vorstellen zu können, was wir machen und warum wir hier dabei sind, weil wir das wirklich absolut aus Überzeugung tun. Und es knüpft ein bisschen daran an, was sowohl Julia als auch Katja gerade gesagt hat und was vor allem auch zu Beginn im Chat geäußert worden ist. Die Zivilgesellschaft ist im Prinzip das, worauf es ankommt, wenn es um gesellschaftliche Mitbestimmung geht, wenn es um Gestaltung geht. Es ist eine ganz wichtige Säule unserer Gesamtgesellschaft, die immer wieder auch im politischen Diskurs zwar anerkannt wird, aber letztendlich noch nicht stark genug ist, um wirklich sozusagen gleichwertig in den einzelnen Gremien auch vertreten zu sein, wie zum Beispiel im Digitalrat. Wir können gerne auch gleich zum nächsten Slide gehen. Wir haben uns auch für die Leuchtschriften entschieden, ohne uns vorher mit Katja abgesprochen zu haben. Das möchte ich hier ganz klar nochmal feststellen. dazu sage ich aber auch gleich noch was zu der Leuchtschrift. Vielleicht ganz kurz auch nochmal zu uns. Also wir verstehen uns durchaus als Organisation, die komplett unabhängig ist, die aber ein ganz starkes Interesse daran hat, Diskurse auch insofern mitzugestalten, als wir versuchen, die einzelnen Diskursteilnehmer auch an die Tische zu bringen. Also das heißt, wir versuchen sowohl mit öffentlichen Organisationen zusammenarbeiten, mit Stiftungen zusammenzuarbeiten, mit eben der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten. Wir versuchen im politischen Diskurs mit zu gestalten und wir verstehen unsere Arbeit auch so ein bisschen als ja, Diskursvermittlung, Diskursgestaltung. Und was für uns ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir ja versuchen im Prinzip zu untersuchen, was bedeutet technologischer Fortschritt eigentlich für das Alltagsleben der Menschen, für die Gesellschaft, auch für das Demokratie, für das demokratische System und wer hat eigentlich welche Aufgaben und welche Verantwortungen. Und nachdem die Zivilgesellschaft halt ein ganz wesentlicher, ich sage jetzt extra nicht Player, sondern eben ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Gesellschaft ist, wo es auch darauf ankommt, die Menschen sozusagen auch bewusst werden zu lassen, was sie für Möglichkeiten haben in einer modernen Gesellschaft und niemanden außen vor zu lassen. Das ist sozusagen ja unsere Aufgabe, wie wir sie verstehen. Deswegen haben wir hier Open gemacht im Sinne von, wir sind offen auf Partnerschaften mit allen möglichen Partnerinnen und Partnern, also sowohl was Ministerien beispielsweise angeht, sowohl was Stiftungen angeht, sowohl was eben auch Non-Profit-Organisationen in allen möglichen Bereichen angeht. Und wir versuchen sozusagen hier Diskurse mitzugestalten und ein bisschen auch Übersetzer zu sein, ein bisschen auch Brückenbauer zu sein. Gerne dann zum nächsten Slide. Level Up, das ist im Prinzip das, was wir gerne bewirken möchten, ganz konkret im Sinne von, wir möchten die Zivilgesellschaft ein Stück weit professionalisieren. Das hört sich jetzt ein bisschen hart an. Was wir aber festgestellt haben in unserer Arbeit, ist, dass die Zivilgesellschaft teilweise sehr gut organisiert ist, aber es insgesamt halt noch sehr große Unterschiede gibt, was beispielsweise Organisationsgrößen angeht, was Strukturen angeht, was auch gewisse Digitalkompetenzen angeht, was Kollaborationsmöglichkeiten angeht und was natürlich auch die finanzielle Ausstattung angeht. Elisa, glaube ich, hat es auch angesprochen vorher. Da geht es darum, dass wir natürlich auch die finanziellen Mittel brauchen. Auch das ist ein bisschen öffentliches Geld, ist öffentliches Gut. Das muss in die Gesellschaft auch zurückgespielt werden. Das ist uns ganz wichtig und da geht es so ein bisschen auch darum, dass wir gucken, dass wir auch Bündnisse schmieden können, dass wir Synergieeffekte innerhalb der einzelnen oder mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen schaffen können, um dann eben auch entsprechend mit einem, ich sage mal, breiten Kreuz in den politischen Diskurs auch mit einzutreten. Also da auch wirklich mal auch wirklich bedacht zu werden, wenn es um Räte geht, wenn es um Gremien geht. Wie gesagt, im Digitalrat, wir haben es gerade schon angesprochen, ist man gar nicht vertreten, ansonsten ist man eben ein Add-on oder mal auf dem Podium, auf einem politischen ganz gerne gesehen, aber mehr dann oftmals nicht und das muss natürlich sich dringend ändern und das hat sowohl was mit finanzieller Ausstattung zu tun, als aber eben auch so ein bisschen mit Organisationsmöglichkeiten, die nicht ausgeschöpft werden, als eben auch mit Synergieeffekten, um mit einer großen, einer lauten Stimme auch entsprechend aufzutreten. Das meinen wir so ein bisschen mit Level Up
Und dann die dritte Folie bitte noch. Go up and never stop hört sich jetzt auch so ein bisschen nach Marketing-Sprech an. Aber wir meinen damit tatsächlich, dass wir eben versuchen müssen, weiterzuentwickeln, weiterzugehen, die Arbeit, die Kommunikation auch innerhalb der zivilgesellschaftlichen Organisationen zu stärken. Wir haben zum Beispiel, was wir jetzt mit dem Innovationsbüro im Zusammenhang mit dem Bundesfamilienministerium eben auch gemacht haben, dass wir versucht haben, einzelne Organisationen auch direkt zu unterstützen. Wir machen momentan Workshops mit Mehrgenerationenhäusern und versuchen da so ein bisschen Digitalkompetenzen zu schaffen. Wir versuchen durch Konzepte wie den Hackathon, den wir im letzten Jahr veranstaltet haben, wo wir eben auch tatsächlich versucht haben, das Ministerium mit der Zivilgesellschaft zusammenzuschalten, da neue Konzepte zu entwickeln und auch direkt mit Einfluss zu nehmen sozusagen in politische Strategien oder in politische Entwicklungen innerhalb von bestimmten Häusern. Und deswegen glaube ich, ist für uns ganz, ganz wichtig, auch als Organisation, und deswegen unterstützen wir ja auch die Initiative hier, mitzuhelfen mit Expertise, mit Diskursorganisationen, mit den entsprechenden Kontakten und Netzwerken, die wir vielleicht auch haben, in die Wissenschaft, in die Politik, die Zivilgesellschaft da entsprechend zu stärken und da eben wirklich jemanden an den Diskursorten und runden Tischen Gremien zu positionieren, die dann auch wirklich mit einer starken Stimme bedacht und berücksichtigt werden. Das ist so unsere Aufgabe. Und vielleicht zuletzt noch, was für uns immer ganz wichtig ist, weil gefragt worden ist, was uns fehlt oder was wir dazu sagen könnten, was uns fehlen würde. Es ist immer ganz, ganz wichtig, dass man Bedarfe auch formuliert, dass man weiß, wo fehlt noch was, wo muss noch was nachgesteuert werden, von wem auch und so weiter. Und dass man dann sozusagen auch selbstbewusst auftritt und diese Bedarfe mit Organisationen zusammen entsprechend formuliert und versucht auch entsprechend da entgegenzuwirken. Das von unserer Seite. Ja, hallo, ich bin Moritz von Liquid Democracy. Ich bin Geschäftsführer bei Liquid Democracy. Wir sind ein gemeinnütziger Verein aus Berlin und wir möchten Demokratie partizipativer machen, indem wir die demokratischen Prozesse digitalisieren. Genau, ich darf die Runde jetzt gerade abschließen von den Organisationen, die nochmal was zu dem Aufruf sagen. Und für uns ist es total spannend, dass jetzt gerade halt die Corona-Krise gezeigt hat, dass es ganz nicht, dass also digitale Prozesse braucht in der Demokratie. Und zwar nicht nur als Backup, sondern dass sie dies wirklich auch befördern können und in vielen Formen auch bestärken können, demokratische Prozesse transparenter und einfacher zugänglich zu machen. Deswegen kam auch das schon jetzt das zweite Bild, dieser Aufruf genau zur richtigen Zeit, glaube ich, weil so eine Krise, wie wir sie gerade vorfinden, immer eine ganz starke Energie auslöst. Wir können uns gerne weiter das South Park GIF angucken, genau. genau, ganz starke Energie auslöst und auslösen kann für Veränderung. Und ich glaube, dieser Aufruf hat eben genau die richtigen Schwerpunkte gesetzt, die uns jetzt irgendwie helfen können, zusammen Druck zu machen und zusammen Energie zu erzeugen, um wirklich dauerhafte Veränderungen zu kreieren. Ob wir jetzt ein Angry Mob werden müssen, weiß ich nicht, hoffentlich nicht. Aber genau, ich glaube, wenn wir mit einer Stimme sprechen und die richtigen Prioritäten setzen, das tut dieser Aufruf, dann können wir was verändern und das ist super. Dann bin ich schon bei Punkt 3. Sorry für die dunklen Bilder. Gestern und vorgestern war irgendwie das Wetter so schlecht. Ich glaube, das hat Einfluss gehabt auf meine Bildauswahl. Ich kam nur auf solche creepy dunklen Bilder. genau, und Punkt 3 sind die zusätzlichen Forderungen, oder da will ich sagen, den Adressaten oder die Adressatin, die wir für diese Forderung haben könnten. Uns treibt so ein bisschen die Angst um, dass wir vielleicht mit unseren Forderungen, wenn wir sie zu abstrakt halten, auch einfach nur sitzen bleiben auf unseren Forderungen und nicht so richtig gehört werden und tatsächlich sich Veränderungen ergeben. Deswegen wäre eine Idee, die wir hätten, wir haben ein Ministerium, was sogar im Titel hat, digitale Infrastruktur, das BMVI. Das ist für Verkehr und digitale Infrastruktur zuständig, wird geleitet von Minister Andreas Scheuer. Und anders als das BMBF ist es aber, glaube ich, in der digitalen Zivilgesellschaft nicht so in Erscheinung getreten bisher, obwohl es, wie gesagt, halt diesen Titel trägt. Und ich glaube, an das Ministerium könnten wir uns richten mit unseren Forderungen, und zwar einerseits langfristig. Ich glaube, das wurde auch schon erwähnt von Elisa ganz super ausgeführt. Es braucht eine Neudefinition, was eigentlich digitale Infrastruktur ist und wer sie aufrechterhält und erschafft. Das heißt, es ist nicht nur Breitband, es ist nicht nur 5G, es ist nicht nur autonomes Fahren, sondern hier geht es auch um Demokratie, es geht um Gesundheit, es geht um Kommunikationssysteme, die wir dezentralisieren müssen und auf die wir einfach jetzt gerade komplett angewiesen sind, wie wir sehen.
Und diese Infrastruktur wird nicht nur von Startups und Unternehmen geschaffen, sondern von Non-Profits, von Initiativen, die aus der Zivilgesellschaft kommen und die wir unterstützen müssen. Und das ist eine langfristige Forderung und langfristige Definition, die in diesem Ministerium, glaube ich, auch ankommen muss. Was allerdings dann wieder die Gefahr ist, dass wir jetzt in jahrelangen Strategieprozessen hängen bleiben. Deswegen, glaube ich, sollte es zwei mittelfristige und kurzfristige Forderungen geben. Das eine ist, mittelfristig 2021 oder 2022 brauchen wir einen eigenen Haushaltstitel für dieses Ministerium, wo klar eine Förderung der digitalen Zivilgesellschaft und einer öffentlichen digitalen Infrastruktur drinsteht. Nur mal zum Vergleich, also im Moment werden Flugtaxis mit 3,5 Millionen pro Jahr gefördert von dem Ministerium und für 50 Millionen werden Computerspiele gefördert pro Jahr. Das sind beides interessante und wichtige Entwicklungen, aber ich glaube, wir sollten mindestens so wichtig sein wie diese Maßnahmen und deswegen sollte der Haushaltstitel auch mindestens so viel sein. Also wenn wir weniger als Flugtaxis bekommen pro Jahr für digitale Infrastruktur und öffentliche Zivilgesellschaft und Open Source, dann läuft was schief, glaube ich. Und das dritte ist eine kurzfristige Förderung. Das BMVI hat schon einen Modernitätsfonds, den M-Fund, gegründet. Der hat ein Volumen von 200 Millionen Euro, richtet sich leider hauptsächlich an Mobilitätsförderung, Mobilität 4.0. Und da, und das ist auch schon passiert, könnte man einen Sonderförderaufruf machen für digitale Infrastruktur und Open Source und könnte den auch versuchen anzupassen, speziell für Non-Profits und zivilgesellschaftliche Organisationen. Und mit bestimmten halt Verbesserungen, die Katja auch schon ausgeführt hat, dann hoffentlich attraktiver machen. Wie gesagt, es gab gerade schon einen Sonderaufruf in diesem Fonds, der wurde schon mal angepasst in der Corona-Krise und das wäre dieses Jahr ohne Probleme möglich, das auch zu tun noch einmal. Also eine ganz kurzfristig umsetzbare Forderung, die ein schönes Zeichen wäre, glaube ich, vom BMVI, dass man sagt, so, wir sehen euch als digitale Zivilgesellschaft, wir sehen, was ihr für ein Potenzial habt und was ihr schon geleistet habt, um diese öffentliche digitale Infrastruktur aufzubauen. Genau, das war es schon von unserer Seite. Ja, ganz herzlichen Dank an euch alle und die vielen Perspektiven und Ergänzungen, die dann am Ende auch noch richtig schön konkret geworden sind. Das war doch großartig. Wir haben jetzt eine knappe Viertelstunde Zeit, um auch nochmal in Medias Res zu gehen mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und die haben teilweise auch schon fleißig sich gemeldet. Ich muss mich auch nochmal entschuldigen für das Ruckeln bei den Slides und die fehlende Zwischenmoderation. Aber ihr habt das ja dann sehr gut selber hinbekommen. Ich wollte dann sicher gehen, dass hier nicht alles abstürzt. Da gab es ein paar technische Probleme. Eine erste Frage an Elisa war, wie denn die bisherige Reaktion auf die Initiative so ausgesehen hat. Wenn du da vielleicht nochmal irgendwie zwei, drei Worte zu verlieren kannst. Also wir haben die Forderungen ja gedraftet und dann mit einer Reihe von anderen Organisationen zusammen sie weiter ausformuliert und geschärft. Und dann am 1. April, obwohl wir es ganz ernst meinten, gelauncht. Im Nachgang, wir haben dann ja ermöglicht, dass uns andere Organisationen anschreiben, weil wir natürlich auch die Vielfalt der digitalen Zivilgesellschaft abbilden wollten, dass uns andere Organisationen anschreiben, die sagen, hey, wir wollen das mitzeichnen. Und da haben nicht nur zahlenmäßig sehr viele Organisationen reagiert, sondern tatsächlich auch echt viele, die ich persönlich gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte, was mir nochmal zeigt, Katja hatte das angesprochen, wie wichtig nochmal eine Vernetzung ist und eine bessere Absprache, vielleicht auch eine Art von Koordination, wer in welchen Bereichen tätig ist. Ein Player, um das einfach mal so anzureißen, zum Beispiel sind für mich Bibliotheken, die natürlich seit den 80er Jahren digitale Infrastruktur machen. Und das ist deren Kernkompetenz. Und die sich auch als Zivilgesellschaft verstehen. Und das mit denen, glaube ich, treten wir gerade als digitale Zivilgesellschaftsorganisationen, wie wir uns so verstehen, gerade noch zu wenig in Austausch. Ebenfalls faszinierend fand ich, dass uns relativ viele Zuschriften aus dem europäischen Ausland erreicht haben, dass Leute aus anderen Ländern sich hingesetzt haben und die Forderungen einfach übersetzt haben und uns die Übersetzung geschickt haben, weil die in ihrer Landespolitik nutzen wollen.
Und da ist auch was, Katja, du hast es angesprochen, ne, dass das Ehrenamt und Gemeinnützigkeit über die Ländergrenzen hinweg gar nicht anerkannt wird. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Ich glaube, wenn wir wirklich hier unser Pfund in die Waagschale werfen wollen, dann müssen wir das auf einer europäischen Ebene und auf einer Landesebene tun. Und da fehlen uns gerade die Anerkennungsmechanismen und auch die Plattformen und der Austausch. Und tatsächlich ist das, was ich auch aus dem Feedback, das wir bekommen haben, gerade gelernt habe. Insofern, ich bin erstmal zufrieden, wie es gelaufen ist. Natürlich freuen wir uns über alle Organisationen, die jetzt im Nachgang auch noch mitzeichnen wollen und diese Forderungen mit nach außen tragen wollen. Ja, wunderbar, vielen Dank. Eine Frage von Thorsten von Eckenwecken, interessanter Name, war auch noch zur Entwicklung gemeinwohlorientierter digitaler Infrastruktur. Wer hier koordinierend Organisationen zusammenbringen kann, wer Prioritäten setzt und wie das dann wirklich funktionieren kann am Ende. Ich würde das auch erstmal an dich richten. Mhm. Vielleicht gibt es aber auch, Elisa, vielleicht gibt es aber auch noch andere in der Runde, die das sowas sagen möchten. Genau, ich glaube tatsächlich, dass da unsere verschiedenen Perspektiven und Kompetenzen, beispielsweise jetzt auch von iRights, da unterschiedliche Antworten liefern, die, glaube ich, alle zusammen dann das große Ganze ergeben. Also koordinierend, das haben wir jetzt gemerkt, war es tatsächlich ein Vorteil, dass wir mit Super erstens noch relativ jung sind und vielleicht auch noch nicht ganz so unser Profil in eine bestimmte Ecke hin geschärft haben. Das heißt, wir sind anschlussfähig für ganz viele Organisationen. Das war in dem Fall ein Vorteil, schlicht und ergreifend. Das war jetzt die innere Organisation aus der digitalen Zivilgesellschaft her. Ich glaube, es braucht auch so einen Verbund, der sich auf einen gemeinsamen Konsens einigen kann, aber gleichzeitig auch unterschiedliche Auslegungen von bestimmten Punkten erlaubt. Ansonsten würde ich sagen, ist das ja ein klassischer politischer Prozess. Für solche Entscheidungsfindungen gibt es runde Tische, da gibt es Gremien, da gibt es Kommissionen. Und wie Julia schon sagte, an denen muss einfach jetzt in Zukunft auch die digitale Zivilgesellschaft präsent sein. Und zwar nicht nur durch einen Alibi-Vertreter und Vertreterin, sondern eben in einer ganzen Bandbreite, in der Bandbreite, die wir nun mal auch darstellen. Im Chat kommen auch Kommentare rein, zum Beispiel zu den Wohlfahrtsverbänden. Da hat Jennifer Geiser vom DRK geschrieben, ich sehe immer wieder, dass Wohlfahrtsverbände nicht als zentrale AkteurInnen der digitalen Zivilgesellschaft wahrgenommen werden. Doch bei uns tut sich auch sehr viel und wir sind sehr offen für Kollaboration. Und dann der Verweis auf die Session von gestern Nachmittag. Wie schaffen wir eine gemeinwohlorientierte Digitalisierung? Katja. Du und Ludwig auch. Ne? Dann erst Katja und gleich darauf dann Ludwig. Vielen Dank. Danke für den Kommentar. Ich finde das total wichtig, weil ich glaube nämlich, dass Wohlfahrtsverbände ganz oft eben nicht mitgedacht werden, wenn wir dann in, ja, sage ich mal, unserer Civic Tech Bubble miteinander sprechen und dann darüber nachdenken, wie kriegen wir denn dann unsere Ideen vielleicht auf die Straße. Ich glaube, wir müssen stärker darüber nachdenken, wie können wir gemeinsam Ideen entwickeln. Und ich finde das total wichtig, da auch über Strukturen nachzudenken, die schon seit eh und je gut funktionieren und bestehen und die sich ja aber auch wandeln. Deshalb, also ich habe zum Beispiel am Anfang dieses Jahres gemeinsam mit dem AWO-Bundesverband eine Studie geschrieben zum Thema digitale Teilhabe. Und einfach über solche Kooperationen kann man natürlich ganz konkret nachdenken. Ne? Wenn man Forschungsaufträge vergibt, dass man die vielleicht nicht an die klassischen üblichen Verdächtigen vergibt, sondern sich mal einen innovativen Think Tank mit reinnimmt, der sowas mitmacht und dann auch, sage ich mal, in der Ausgestaltung viel über solche Formate wie Design Thinking Workshops. Ja, also sich einfach mal austesten in etwas innovativeren Formaten. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, aber braucht es jemanden, der diese Räume auch wirklich baut. Und ich würde da auch gerade die lokalen Strukturen wirklich den Wink da reingeben zu nutzen und dass diese Strukturen lokal sicherlich auch Leute haben, die in der Kommune arbeiten, die in politischen Verwaltungsinstanzen sitzen und die wirklich mit ins Boot holen und so ein bisschen anteasern, vielleicht mehr und stärker mit innovativen Akteurinnen gemeinsam auf so ein Problem draufzuschauen und eine Lösung zu entwickeln. Dankeschön. Dann wollte Ludwig dazu noch was sagen. Genau, also zum einen, ich würde vorher noch ganz kurz zu Elisa was sagen, weil die uns ja auch kurz angesprochen hat. Also ich glaube,
dass es tatsächlich so ist, dass wir gucken müssen, dass wir jetzt sozusagen die Situation auch ein bisschen ausnutzen müssen, dass viele Häuser und politisch Verantwortliche momentan wesentlich offener sind, sich auch Expertise ins Haus holen zu lassen oder ins Haus einzulassen, so viel zu den offenen Türen, die ich vorher angesprochen habe, als es vor 3 oder 4 Jahren vielleicht noch der Fall war. Und ich glaube, wir merken im Moment ja auch gerade ganz gut durch die Corona-Krise, dass Zivilgesellschaft halt systemrelevant ist. Ja? Dieses Wort ist schon so ausgelutscht, aber wenn man das mal wirklich auch wörtlich nimmt und sich auch wirklich mal zu Herzen nimmt, dann sieht man halt schon, dass es darauf jetzt ankommt. Und ich glaube, das merken gerade auch Leute, die in der politischen Verantwortung sind. Und da, glaube ich, muss man jetzt rein. Das ist das, was ich vorher auch meinte. Wir müssen jetzt sozusagen gucken, dass wir da auch Netzwerke bilden innerhalb der einzelnen Organisationen beziehungsweise zwischen den einzelnen Organisationen der Zivilgesellschaft und da eben gemeinsam sozusagen versuchen, unsere Position auch zu formulieren. Und wenn ich jetzt nochmal von unserer Warte auch das Ganze betrachten darf, ich glaube, dass Organisationen wie wir, die eben unabhängig sind, die auch glaubwürdig unabhängig sind, die nicht irgendwie finanziert sind von Stiftungen, von Parteien, von was auch immer, eine gewisse Expertise auch schon haben, und eben auch mit verschiedenen, jetzt bei uns ganz konkret, mit verschiedenen Ministerien beispielsweise, mit unterschiedlichen Farben auch schon zusammengearbeitet haben, dass diese Unabhängigkeit jetzt auch genutzt werden kann dafür, dass man sagt, okay, wir haben die Expertise, wir wollen jetzt keine bestimmte politische Agenda fahren oder sowas, sondern wir möchten mithelfen, da auch die Diskurse zu organisieren und zu gucken, wie kann man denn die Zivilgesellschaft entsprechend stärken. Und da jetzt die Brücke schlagend, auch zu Katja nochmal, und zu der Frage nach den Wohlfahrtsverbänden, was wir gemerkt haben, gerade weil das DRK auch angesprochen worden ist, die sind teilweise unglaublich groß, was die Gesamtorganisation angeht, leben aber natürlich aus den einzelnen Verbänden auch vor Ort. Und das ist wieder das, was wir auch mit den lokalen Playern gerade mitgedacht haben, dass wir auch diese Kompetenz, diese lokale Kompetenz mitdenken und mitnutzen und versuchen aber die zu untermauern mit eben technischem Know-how, mit Digitalkompetenz und so weiter. Und das fängt teilweise auch ganz, ganz klein an. Das fängt einfach schon damit an. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel auch beim Digital Social Summit eine Session gehabt zum Thema, welche Kommunikationsdienste kann ich denn in meiner ehrenamtlichen Arbeit nutzen? Ne? Welche Messenger-Dienste sind sicher? Kann ich Telegram nutzen? Kann ich WhatsApp nutzen? Wir haben es vorher kurz angesprochen. Was gibt es da für Alternativen? Was gibt es für Möglichkeiten der Verbandsorganisation eben auch? Und auch diese kleinen Partikularthemen anzugehen, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, um dann im Gesamten eine Kompetenz zu schaffen, wo wir dann eben auch die Arbeit auf allen möglichen Ebenen, lokal, in der Kommune, aber dann eben auch in Bundesverbänden und so weiter stärken können. Ja, vielen Dank. Hendrik, du hattest auch noch die Hand gehoben. Ich würde dir vielleicht auch noch dazu die Frage mitgeben, wie du denn aus Nachhaltigkeitsperspektive vielleicht so die blinden Flecken in der digitalen Zivilgesellschaft und der Diskussion darum so bewerten würdest. Ja, sehr gerne. Ich fange vielleicht erstmal an mit der Frage, die ja auch im Chat gestellt wurde, wo kann man die Detailforderung finden? Die kann man natürlich finden auf digitalezivilgesellschaft.org, was Elisa und Andrea initiiert haben. Ich würde auch noch darauf verweisen, auf bits-und-bäume.org, da stehen auch unsere Bits und Bäume politischen Forderungen, die können dort auch unterzeichnet werden, nicht nur von Organisationen, sondern auch von Einzelpersonen. Das heißt, da gibt es noch eine Möglichkeit, sich genauere Forderungen anzugucken. Und ansonsten zu einzelnen Themen, zu denen wir arbeiten, und das ist vielleicht auch schon eine schöne Überleitung zu deiner Frage, also Energie, Ressourcen, Agrar oder so, haben wir auf termwatch.org/Digitalisierung noch ein paar Punkte zusammengestellt. Deine Frage lautet, was hat die Nachhaltigkeitsperspektive beizutragen, beziehungsweise wie funktioniert das zusammen mit den Fragen zur Digitalisierung? Ich würde sagen, es gibt ein paar Themen, die immer wieder auftauchen. Ein paar Themen aus dem Themenfeld digitale Transformation, die in allen Nachhaltigkeitsbereichen auch irgendwie eine Rolle spielen. Also wenn wir auf Energie, auf Ressourcen, auf Agrar und so weiter schauen, gibt es immer Fragen von Datenschutz, die irgendwo eine Rolle spielen, wenn es ins Digitale geht. Es gibt immer Fragen der Datensicherheit, die eine Rolle spielen. Es gibt auch immer Fragen der Datenmacht, die eine Rolle spielen, die wir immer mit beleuchten müssen. Und auf der anderen Seite ist natürlich dieses ganze Thema Digitalisierung auch eins, was das Themenfeld Ressourcen unglaublich tangiert. Ne? Also wir haben
Auf der einen Seite brauchen wir eben unglaubliche Ressourcen, um digitale Technologien einzusetzen. Da müssen wir eben sehr stark darauf achten, dass Umweltschutzstandards eingehalten werden, dass Menschenrechte in der Lieferkette eingehalten werden. Wir haben einen unglaublich hohen Stromverbrauch des Internets. Auch da müssen wir schauen, dass Rechenzentren effizienter werden, dass die Abwärme genutzt wird und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von wichtigen Schnittstellen zwischen diesen Themenbereichen Digitales und Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das ist auch ein Feld, das noch sehr wenig beleuchtet wird und wo die Zivilgesellschaft eben gebraucht wird und eine ganz wichtige Rolle spielt, um diese Schnittmenge zu stärken und im Diskurs auch oben zu halten. Ja, vielen Dank. Wir sind schon fast am Ende unserer 15 Minuten Diskussionszeit angekommen. Es gab noch eine Anmerkung aus dem Chat von Maren. Sie arbeitet in der Kinder- und Jugendarbeit. Kinder und Jugendliche und deren Beteiligung sollten in diesem Kontext auch nicht vergessen werden. Das ist ein immer wichtigen Punkt. Dann noch eine Frage von Ulrike Sohn von der Bertelsmann Stiftung. Wie seht ihr die Rolle von Stiftungen in der digitalen Zivilgesellschaft? Wer von euch arbeitet schon mit welchen Stiftungen zusammen? Und ich würde die Frage jetzt einmal an Moritz richten, der jetzt sozusagen in dieser Runde das letzte Wort haben wird. Ui, Dankeschön. Wir arbeiten mit Stiftungen zusammen. Also zum Beispiel haben wir mit der Mercator-Stiftung bald gehabt, auch indirekt mit der Robert-Bosch-Stiftung, weil die Demokratie.io fördert, wo wir auch ein Projekt gemacht haben und haben auf jeden Fall auch viel Kontakt mit der Bertelsmann-Stiftung und anderen Stiftungen über jetzt verschiedene Events. Ich sehe die Rolle eigentlich so, ich könnte mir schon gut vorstellen oder sehe generell so, dass es großes Interesse gibt von Stiftungen an dem Thema digitale Zivilgesellschaft, digitale Beteiligung jetzt speziell für uns. Aber so strategisch habe ich nicht das Gefühl, dass das so richtig klar ist den meisten Stiftungen, wie sie das genau in ihre Strategie integrieren. Wahrscheinlich immer total unterschiedlich. Ich bin jetzt kein Experte der ganzen Stiftungswelt. Und manche sehen, also wie jetzt zum Beispiel die Mercator-Stiftung, haben sich auch abgewendet, spezifisch vom Thema jetzt Digitales oder digitale Beteiligung. Und grundsätzlich das, was Katja auch vorhin erwähnt hat, ist ein, auch da gibt es halt oft den Zwang oder den Fokus darauf, neue Projekte zu fördern und nicht jetzt bestehende Projekte weiter auszubauen, zu verbessern oder auch bestimmte Wirkungsziele hin zu optimieren. Und das macht die Förderung von Stiftungen halt manchmal schwierig, genau, weil man immer sich was Neues ausdenken muss und nicht bestehende Infrastruktur verbessern und weiter ausbauen kann und langfristig dann vielleicht weiterentwickeln kann. Das muss nicht immer so sein. Wie gesagt, da kann es sicherlich auch tolle Ausnahmen geben, auf die ich mich total auf Hinweise freue darauf. Aber ich glaube, Stiftungen könnten da vielleicht einfach auch ein Vorreiter sein, um auch weiter ja, diese langfristige Entwicklung zu fördern. Ja, vielen Dank. Wir nähern uns dem Ende in Riesenschritten. Ich weiß, es gab noch Meldungen, die ich jetzt allerdings, glaube ich, nicht mehr dran nehmen würde. Es denn, ihr winkt mir jetzt mit ganz großen Augen, dass es in zwei Wörtern und ganz wichtig abschließen wäre. Das sehe ich jetzt nicht. Dann genau schon mal danke von meiner Seite. Ich würde euch auch noch bitten, eure eigenen Wünsche und Forderungen für die digitale Zivilgesellschaft in den Chat reinzuposten und da die Gelegenheit zu nutzen, euch hier nochmal zu äußern. Und dann würde ich noch einmal zum Schluss an Marie-Kathrin übergeben, aber wirklich nur ganz kurz, damit wir auch rechtzeitig Schluss machen können und auch Michael noch einen letzten Satz sagen kann. Dankeschön. Ja, danke euch allen für eure Teilnahme, für eure Kommentare im Chat und vor allem aber natürlich hier den Teilnehmenden in der Diskussion, dass ihr hier dabei wart und euch ausgetauscht habt. Konkret, wie geht's weiter für euch alle da draußen in der Welt? Wenn ihr noch nicht unterschrieben habt und Teil einer Organisation seid, dann geht auf digitalezivilgesellschaft.org und unterzeichnet. Und wenn ihr Lust habt, euch mehr damit zu beschäftigen, was wir überlegen könnten, wie es weitergeht mit einer vernetzten digitalen Zivilgesellschaft, dann schreibt uns bzw. Julia und Elisa an hello@super.de mit 3e, mit 3r, aber auch 3e. Okay, also hello@super.de.
Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf den weiteren Tag und gebe jetzt an Michael zurück. Genau, dem Dank an euch alle kann ich mich nur anschließen. Dank an alle Zuhörerinnen, an alle, die aktiv im Chat waren, an Marie-Kathrin, Valentin, Elisa, Julia, Katja, Moritz, Hendrik und Ludwig. Fantastisch. Ich finde es echt stark, was ihr mit dieser Initiative Digitale Zivilgesellschaft auf die Beine gestellt habt. Das sind ganz klare Forderungen aus der Perspektive der Zivilgesellschaft. Und der Digital Social Summit hat den Anspruch, einen Ort für den Austausch zu Strategien, zu Instrumenten und auch zu Debatte zu sein. Im letzten Jahr haben wir gemerkt, dass es ganz schön schwer ist, den Anspruch einzulösen, so eine inhaltliche Debatte zu führen. Danke, dass ihr das heute getan habt, eine Vielzahl an konkreten Forderungen aufgestellt habt für den abwechslungsreichen, knackigen Input. Danke an alle, die mitgemacht haben. Und auch danke für den Stachel ins Fleisch der Stiftungen am Ende, Moritz. Und super, dass ihr ganz konkrete Next Steps hier aufgeführt habt. Also ihr wisst alle, was ihr machen könnt jetzt, unterschreiben, mitmachen und auch in euren eigenen Verbänden und Strukturen dafür sorgen, dass diese Themen verfolgt werden, dass sie diskutiert werden und dass sich zivilgesellschaftliche Organisationen einbringen, beteiligen und positionieren. Als nächstes freue ich mich ganz doll auf die Keynote von Marina Weißband um 11.20 Uhr in Stream 1. Und danach gibt es dann ein Mittagessen zur Erholung, eine Mittagessenspause sozusagen, da könnt ihr euch noch weiter vernetzen. Netzwerken könnt ihr auch in den Slack-Channels, in Stream 3 oder unter Coffee and Talk oder in Direktnachrichten. Herzlichen Dank an alle und auf Wiedersehen.